Ja, hallo, ich bin's, Micha, Outdoor-Aktiv. Ich melde mich nochmal bei schönerem Wetter vom Hambach. Weiß nicht, ob man es im Hintergrund erkennen kann. Bin aber im anderen Dörfchen gelandet, habe gerade Mittagspause gemacht. Und dann habe ich von dem Kollegen, bei dem wir arbeiten hier in der Gegend, in Hambach, erfahren, dass in dem Tagebau jetzt zwar noch rumgebaggert wird, aber keine Kohle mehr gefördert, sondern schon eingestellt wurde. Es ist so, dass die Geschichte hier irgendwann mal voll Wasser laufen soll. Und da sind die Hänge eigentlich zu steil für. Dann wird das immer wegrutschen. Deshalb baggern die Hänge flacher. Und das kann auch ein bisschen dauern. Geplant ist, dass dieses Gebiet hier und dann liegt da hinten noch mal eins, das in der Nähe von Jülich, miteinander verbunden werden über so eine Wasserstraße und dann können da Schiffchen hin und her fahren und. Und da haben sie jetzt festgestellt, den Kanal, den haben sie wohl angeblich, bauen sie den angeblich, nur deshalb, weil sie irgendwie Material brauchen, um die Hänge zu befestigen. Gut, wäre ja ein schöner Nebeneffekt. Also das ist so meine Information. Also, angeblich gibt es hier keinen Kohleabbau mehr. Und es wird nur noch gebaggert, um das Ding, ich sag mal, seetauglich zu machen. Okay, das waren nochmal so Informationen, die wollte ich nochmal nachschießen, weil ich sie gerade erfahren habe. Ich hoffe, war ein bisschen hilfreich. Was noch viel interessanter ist, ich hoffe, sie stimmt. Okay, dann macht's mal gut. War nochmal so ein kleiner Beitrag. Ich hatte vorhin auch noch so ein paar kleine Filmchen vom Loch gedreht bei besserem Wetter. Und die packe ich nochmal jetzt mit hinten dran. Und die könnt ihr euch nochmal angucken. So, wir befinden uns hier an einem Aussichtspunkt am Hambacher Tagebau. Können wir mal kurz reingucken. Aus der Hand hier. Scheint ein bisschen wackelig. Aber wir werden es erleben. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in my. Ja, hier haben wir nochmal einen anderen Aussichtsplattform vom Hambacher Tagebau. Das Wetter auch besser. If you got my number, don't add me, cause baby. Da, wo die Dinger dampfen, wird die Kohle gleich verheizt. Weil hier gibt es eine Wehe Richtung Gladbach. Noch ein bisschen größere Löcher als das hier. Das ist ja ein ganz cooles Loch hier. Das ist auch schön bunt, ne? Also die verschiedenfarbigen Erden oder Sande. Im Grunde genommen stehe ich heute hier auf der anderen Seite. An dem Punkt, an dem ich letzte Woche war, da bei Mannheim. Da bin ich da hinten auf der anderen Seite. Da hinten am Horizont. Am Hang. Dann, wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Ein paar Kommentare unten rein. Was interessiert euch? Habe ich Quatsch geredet, was auch immer. Und wir sehen uns irgendwo aus Deutschland, aus irgendwelchen Baggerlöchern oder auch aus irgendeiner Küche. Macht's gut. Ciao, euer Micha. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.